Im heutigen 10.000 Abonnenten-Special stelle ich dir mein Streaming- sowie Videoproduktions-Setup in der großen Studio-Roomtour vor. Viel Spaß! Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um den PC. So wie heute zur Roomtour hier beim Bastelnerd. Ja, unglaublich, aber wahr. 10.000 Abonnenten wurden geknackt, ja, und ich bin immer noch völlig hyped und happy und freue mich, dass ich hier die 10.000 Abonnenten geknackt habe. Und ja, ich habe ja gesagt, wenn ich die 10.000 Abonnenten knacke, dann gibt es auch die lang ersehnte Roomtour hier vom Studio. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei jedem Einzelnen bedanken, der hier den Kanal abonniert hat und mich unterstützt damit. Finde ich super geil und ja, motiviert mich auf jeden Fall weiterzumachen und zeigt mir, dass es sich lohnt. Ja, dann starten wir mal mit der Roomtour. Alles, was ich hier dir zeige und so, versuche ich mal unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Wenn du darüber einkaufst, kannst du damit kostenlos den Bastelnerd unterstützen und das würde mich sehr freuen. Ja, dann starten wir mal. Normalerweise die Kamera, die ich hier halte, die ist normalerweise hier auf diesem Kameraauslegearm, hier auf dem Kugelkopf drauf. Und ja, da habe ich dann hier noch so ein USB-Ladegerät dran. Die Kamera wird hier geladen über USB-C. Und ja, da kommt hier noch ein HDMI-Kabel dran. Also ein Micro-HDMI-Kabel auf HDMI. Und ja, das HDMI-Kabel befindet sich dann hier, was dann eigentlich dann darüber gelegt wird. Ja, da sehen wir auch schon meinen Slider. Das ist der Cypion Micro 2 zumindest. Ja, das ist ein manueller Slider, so für B-Roll-Aufnahmen auf dem etwas höherwertigen Manfrotto-Stativ, was auch so viele Videografen und so nutzen. Dann habe ich hier noch ein zweites Manfrotto-Stativ stehen. Da kommt die Kamera hier eigentlich drauf, wenn ich quasi am Schreibtisch sitze, um das Ganze so ein bisschen auf Augenhöhe zu bringen. Ja, dann stehen hier in der Ecke noch so ein paar Gehäuse und so. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Zwischenlagerplatz. Dann, ja, hier haben wir das Sofa, wo Kator Mikesh sich immer sehr drauf wohlfühlt. Oder halt auch auf seiner Kratztonne, die hier hinten ist. Oder halt da oben auf dem Regal, wo er ja halt oft liegt in den YouTube-Videos, ist das ja da oft zu sehen. Ja, dann kommen wir mal zu der Ansicht, wie ich die ganze Geschichte sehe. Das ist so die Perspektive aus meiner Sicht. Nicht wundern übrigens bei den Gardinen, dass sie grün sind. Die Wand hier vorher, die war halt in der Farbe wie die Gardinen und ich habe die grünen Elemente noch nicht ausgetauscht, ja, aufgrund Faulheit und ja, genau, war mir jetzt nicht so wichtig, weil man die ja eh nicht sieht normalerweise. Ja, der Schreibtisch, auf dem ich das Ganze hier mache, das ist einer von IKEA, der IKEA Indasen heißt die Serie, den kann man dann hier elektrisch Höhen verstellen, das geht auch per App, also über Handy, Bluetooth. Ich habe lange nach einem gesucht, der relativ stabil ist und halt hier nicht wackelt wie so ein Lämmerschwanz. Also der ist auch ausgefahren. Durchaus steht der stabil. Ja, so ein bisschen wackelt hier die Blume und der Monitor. Aber das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, wenn man sich da so 200, 300 Euro Schreibtische anguckt. Ja, das kannst du vergessen. Auf jeden Fall zum PC zusammenbauen. Ja, dann als Unterlegmatte hier, da fragen auch mal viele nach, das ist hier die AlphaCool Eisplateau Anti-Static Mat. Funktioniert auf jeden Fall super, kann man super einen PC drauf zusammenbauen. Ja, und ist so ein bisschen kartoffeldruckmäßig, der Druck da drauf, sage ich sofort, aber ja, egal. Dann habe ich hier als Monitor für mein OBS aktuell den irgendwie so ein LG-Fernseher 55 Zoll, den habe ich auch schon länger. Ja, da lasse ich mir mein OBS drauf anzeigen. Hier habe ich dann ein 27 Zoll WQHD, also 1440p aufgelösten 144 Hertz Monitor. Der ist Nothing Special von Samsung, da kannst du nichts mit machen. Den kannst du nicht Höhen vorstellen, den kannst du nicht drehen, aber das ist auch nicht schlimm, weil das einfach nur dafür da ist, wenn ich jetzt hier einen PC zusammengebaut habe, den zu testen. Dann habe ich hier auch oft ein iPad stehen, einfach so für so ein paar Notizen, ein paar Stichpunkte und so, damit ich halt nichts vergesse, so was mir so aufgefallen ist, positiv, negativ und so, welche Geschichten. Ja. Dann ein Stream Deck habe ich natürlich hier auch noch, um hier quasi die Szenen umzuschalten. Dass das ja jetzt schwarz ist, ist normal, weil das ist eigentlich die Kamera, die ich gerade in der Hand halte. Und genau, das ist jetzt hier quasi die andere Kamera, die über die Schulter ist, die totale. Da kommen wir dann gleich zu.
Monitormäßig ist hier auch noch ein alter Yamaha 24 Zoll Monitor, den habe ich auch schon über 10 Jahre. Ja, den habe ich dann einfach hier auch nochmal hingesetzt als Kontrollmonitor für Webseiten, was weiß ich, mir irgendwie was anzeigen lassen. Ja, dann haben wir hier mal hier so ein paar alte Mainboards, habe ich hier mal auch im Livestream an der Wand gehangen, dachte ich, ist ganz nice so als Erinnerung. So, das ist noch so das Aktuellste, das war noch ein Core to Do und hier, das ist so das Älteste, ist ein Pentium 2, 350 MHz. Hier gibt es noch so Special Mainboards mit SD-RAM und DDR1 RAM und so Überbrückungs-Mainboards. Auch sogar damals hier schon von ASRock. Oh, neuer Follower. Aber man hört auch die Alerts, die kommen hier raus aus der Teufelanlage. Also der ganze PC ist hier an so einen HiFi-Receiver verbunden. Und dann läuft der Ton halt über die Teufelanlage. War jetzt gerade zufällig, dass jetzt einer den Kanal abonniert hat. Auch wenn ich offline bin, dann kommen hier trotzdem die Sounds. Ach guck, der Kater kommt auch. Ja, geht wieder auf Position, wie man das so kennt. Mikesh, extra für die Aufnahme. Ja, er überlegt noch. Streaming-PC, ja, ist Purebase 500DX als Gehäuse, ist ein AMD Ryzen 9 3900X drauf, auf einem ASRock X470 Taichi. Aktuell ist aber ein 56X drin, einfach zum Testen. Gekühlt von einer NZXT Kraken Z63. Und als Grafikkarte kommt zum hier Einsatz hier eine 2070 ohne Super. Dann sind noch drei Alpenföhnlüfter drin, 16 GB Kuschel Ballistics RGB. Und ja, eine 1 TB Seagate M2 ist drin, 650 Watt Seasonic Netzteil. Und als Streamingkarten kommen zum Einsatz hier zwei Kandidaten. Und zwar einmal die Deadling Quad HDMI Recorder von Blackmagic. Ja, hat vier HDMI-Eingänge, die jeweils mit 4K abgecaptured werden können. Und hat hier quasi so einen kleinen Lüfter, der ein bisschen nervig ist. Aber ansonsten ist die Karte natürlich richtig nice, ist aber auch richtig teuer. Und da hängen dann die ganzen Kameras dran, also die quasi die Filmkameras. Und an dieser Capture-Karte, die hier unten drin ist, die Avamedia Live Gamer 4K, da hängt dann quasi immer der fertig gebaute PC dran, weil ich hier den Vorteil habe, dass ich hier einen Eingang und einen Ausgang habe. Somit kann ich dann das Bild durchschleifen auf diesen 144 Hertz Monitor. Da stelle ich mir hier den Eingang um auf HDMI 2 und kann dann damit das Bild da betrachten in 144 Hertz. Ja. Kabellage ist natürlich dementsprechend auch wild, weil da halt viele HDMI-Kabel reingehen. Aber ich habe es versucht, so gut wie es geht in Grenzen zu halten. Habe hier dann alles hier mit Kabelkanälen verlegt. Einmal hier so lang, da so lang und da dann halt auch so lang. Habe da oben überall Steckdosen hingemacht. Die sind jetzt zum Beispiel da oben da für die Kamera zum Beispiel. Das ist auch so eine USB-Steckdose, weil die Kameras hier mit Akku-Dummies befeuert werden. Das sind halt einfach Dummies, damit ich hier quasi keine normalen Akkus verwenden muss, weil die nach einer Stunde immer leer sind und somit haben die Kameras immer Strom. Ja, die Kamera hier, die Top-Kamera ist eine Alpha 6300 mit einem Sigma 2470, ist eigentlich ein Full-Frame-Objektiv 2.8, ist eigentlich völlig drüber, aber ich hatte das halt und ja, äquivalent jetzt hier an APS-C wären das 36 bis 105 mm. Da komme ich dann gut mit klar. Als Mikrofon nutze ich hier von Kingston das HyperX Quadcast. Ja, bin ich ganz gut mit zufrieden. Ich hatte hier vorher sonst ein Sony Gansu Mikrofon drauf, was ich jetzt auf dieser Kamera drauf habe. Das ging auch, aber ja, mit dem Mikrofon hört sich das halt nochmal ein bisschen besser an. Dann sind alle drei Kameras auch ausgestattet mit diesem schicken Gerät hier. Das ist ein Funkfernauslöser, den ich dann hier drüber bedienen kann, über diese Fernbedienung. Die laufen alle auf den gleichen Kanal. Das heißt, ich drücke hier einmal Rekord und dann würden alle drei Kameras gleichzeitig aufnehmen, wenn ich jetzt halt hier Aufnahmen mache für YouTube zum Beispiel. Ja, dann befindet sich hier unten auch noch in der Ecke mein Synology NAS. Das ist die DS918 Plus mit 12x4 Terabyte, also 48 Terabyte HDD-Speicher als Datengrab für die ganzen Videofiles und dann sind da nochmal 2x500 GB M2s verbaut als
Cache-Speicher. Und ganz unten ist dann nochmal hier so Netzwerkswitch und so, da habe ich mir auch noch so eine kleine Lampe reingemacht. Genau, die Lampen, die hier drin sind, das sind von Ikea hier so Zubehör eigentlich für eine Küche, quasi so eine Lichter für die, wie heißen die, Unterschränke, Oberschränke, also Hängeschränke, die man da eigentlich so drunter bauen kann. Die habe ich mir hier hingemacht. Ich habe mich bewusst gegen Nanoleafs entschieden, weil ich die erstens A viel zu überteuert finde. Und B, wenn ich da ewig dann irgendwie so ein, sag ich mal, so ein Farbverlauf oder so hab, dann sieht man das immer halt in den Jump Cuts oder so. Also wenn man quasi cuttet, irgendwelche Ams und Ös oder so rausschneidet, dann sieht man das natürlich immer im Hintergrund. Und was noch viel schlimmer ist, ist der Weißabgleich der Kamera, der weiß gar nicht, was Sache ist, weil andauernd eben im Hintergrund eine andere Farbe ist. Ja, man kann auch eine Standardfarbe einstellen, aber wie gesagt, zu teuer und ja, das ist halt nicht so meins. Ansonsten, hier ist auch noch so eine kleine Webcam dran, eine C920, die quasi ja hier mal in den Streaming-PC läuft oder die ich sonst hier irgendwie mal irgendwo hinstelle, wenn ich irgendwas zeigen will. Gut, dann geht's mal weiter mit dem Kamera-Equipment. Also die eine Kamera haben wir ja. Die Kamera, wo ich jetzt gerade reinspreche, ist die Sony A7 Mark III. Und da drauf ist jetzt gerade das Tamron 1728, ist eigentlich mehr so ein Vlog-Objektiv, ziemlich weitwinklig. Das nutze ich aber auch unter anderem hier auf dem Gimbal, weil das halt nicht so schwer ist. Den nutze ich dann auch ab und zu mal, das ist der Ronin SC. Da kommt die dann drauf mit dem Objektiv. Dann habe ich hier noch als Objektive zur Auswahl das 18-105 von Sony, ist ein APS-C-Objektiv. Das sitzt normalerweise hier auf der Sony A6500, die jetzt hier mit dem Sony 1018 ausgestattet ist, einfach um das ein bisschen weitwinkliger darzustellen, ja, wo ich jetzt hier so rumlaufe. Ja, wie gesagt, da oben ist auch so ein Fernauslöser drauf, Akku-Dummy, Kugelkopf von Manfrotto, dann hier der Kameraarm. Dann als weitere Objektive nutze ich noch eigentlich auf dieser Kamera, wenn die quasi da hinten installiert ist, einfach hier so ein Nifty 50 Sony 50mm 1.8 Objektiv. Das ist da dann immer standardmäßig drauf. Und für die B-Roll-Aufnahmen das schöne Sigma 18-35-1.8, ist ein APS-C Objektiv. Und dann das Sigma 105 Makro noch, als ja, das ist auch für Full Frame. Genau. Ja, dann nutze ich hier oben noch Elgato Keylights, zwei Stück an der Zahl. Ja, wunderst dich vielleicht jetzt, warum leuchten die jetzt hier irgendwie an eine Wand? Was soll das alles? Das ist einfach dafür da, um das Licht ein bisschen weicher zu machen. Das heißt, dass ich hier nicht so harte Schatten habe, wenn ich hier ja, auf dem Tisch am Arbeiten bin. Und ja, deswegen strahlen die mich nicht direkt an, sondern strahlen quasi die Decke an. Die kann ich dann hier auch über das Stream Deck steuern, wie man das so kennt, an, aus. Und kann man auch verschiedene Farbtemperaturen und so weiter einstellen. So, dann die anderen beiden Lampen, die hier zu sehen sind. Ja, das sind auch so smarte LED-Lampen. Da sind drei Stück jeweils drin. Die sind auch richtig teuer. Da kostet, glaube ich, eine Birne 50 oder 60 Euro von. Ja, plus dann Lampenschirm und so. Die machen aber auch schönes, weiches Licht und kann ich halt auch in der Farbtemperatur ändern oder kann auch sogar ja, buntes Licht machen, wenn ich das benötige. Gefällt mir soweit auch ganz gut. Also wie gesagt, Hauptsache, dass hier dann halt weiches Licht herrscht auf meinem Schreibtisch. Ja, ansonsten ist da oben noch so ein kleiner Schandfleck. Da guckt nämlich ein Kabel aus dem Kabelkanal raus. So, das zeige ich dir mal gerade, warum das so ist. Mal kurz aufpassen, das ist hier der Kater. Mikas, ich mach nix. Und zwar verbirgt sich hier hinter ein ja, HDMI-Verstärker. Das ist auf jeden Fall super Game Changer, dieses Ding. Also wenn du Probleme hast mit langen HDMI-Kabeln. Und ja, ich habe hier teilweise über 10 Meter von den Kameras bis in den Streaming-PC. Dann kann ich dieses Teil nur empfehlen. Verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, weil das halt hier so dick ist, dann kann ich das Kabel da quasi ja, nicht damit zwischendurch führen. Deswegen musste ich das einmal dann oben rauslegen. So, das zur Erklärung, warum da so das Kabelstück rausguckt. Dann als Möbel nutze ich hier diese IKEA Kallax. Ja, wo so ein bisschen Hardware drin steht. Hier ist ja so ein bisschen eher Deko. Hier ist noch so eine olle Mario-Figur. Hier so eine LED-Geschichte. Hier ist dann so ein bisschen quasi die
Hardware drin, also quasi Grafikkarten, Mainboards. AIOs sind hier noch, Netzteile, sonstiges Kram. Hier sind Lüfter drin, damit ich alles so ein bisschen parat habe. Das ist dann hier irgendwie die Lack-Serie. Die habe ich auch schon ewig und so. Die habe ich jetzt einfach hierfür genutzt. Ich wollte eigentlich hier auch so eine Kallax hinmachen mit Tür und so. Aber ja gut, ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Hier sind dann halt hier Kosmetiktücher zum Wärmeleitpaste abwischen. Hier so ein paar Kabelbinder, Wärmeleitpaste natürlich. Hier iFixit-Kit zum Schrauben. Hier so ein bisschen Zubehör, hier so Pinsel zum PC sauber machen. Und ja, Lötstation, Heißluftpistole, Silikonspray. Hier ist noch so eine Lampe, um irgendwelche Spots zu setzen. Dann ist hier noch ein USB-Verteiler. Ja, deswegen ist das Kabel hier auch noch so, weil ich dieses neue Mikrofon noch nicht so lange habe. Das ist hier quasi noch Testbetrieb. Ja, dann habe ich hier noch, wenn ich auf Instagram live gehe, hier so ein Konstrukt gemacht mit einem externen Mikrofon, um damit dann quasi live zu gehen, um das so ein bisschen hinzustellen, das Handy, um ein bisschen bessere Tonqualität zu haben. Ja, und ansonsten hier natürlich noch so ein paar hier Dekoblümchen und so, die hier überall so ein bisschen rumstehen, um so ein paar Akzente zu setzen. So, ich glaube, ich habe soweit alles gezeigt. Ja, ansonsten, da hinten sieht man auch noch den Esstisch, ja, den es quasi ja gab bei der ersten Roomtour beim 100-Abonnenten-Special im Arbeitszimmer noch. Da habe ich ja da immer dann die PCs drauf zusammengebaut. Genau. So, ich glaube, ich habe alles soweit erklärt, so gut wie es geht oder so. Wenn du noch irgendwie Fragen hast oder so oder ein Follow-up-Video machen soll, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und vielen Dank nochmal für jeden Einzelnen, der hier diesen Kanal abonniert hat. Und wenn du ihn noch nicht abonniert hast und sagst dir, oh ja, der Content, der interessiert mich hier, dann kannst du das natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.